Ich habe absolut keine Ahnung, wie gut man mich hören kann. Aber es schlägt aus auf jeden Fall. Es sieht gut aus. Aber hier puste die ganze Zeit die Luftabzughaube rein. Sprich Deutsch, du. Deswegen klingt das vielleicht sehr unangenehm. Egal, ich werde es später wissen. Du hast jetzt nicht gerade deinen Vlog im Bad begonnen, oder? Oh mein Gott. Nur so, also es ist unique. Du bist auf hier. Du bist unique unterwegs, würde ich sagen. Ich bin fertig. Na gut. Ach du Scheiße. Das ist ein großes Gerät. Was jetzt genau? Das höre ich auch öfter. Fokus du auch? Ich fokus auch. Okay. Ja, wir kriegen jetzt so geile Baguettige mit so reinem Salat drin und geilem Zeug drin. Und haben dazu natürlich ungesunde Getränke, weil gesunde Getränke bringt das nur halb so viel Spaß. Und so steuern beide alterstechnisch auf eine Überzugsmasse. Dass wir jetzt wirklich Anstoß das erste Mal in unserem Leben für den Bock. Stimmt, wir haben wir noch schon mal angestoßen. Du siehst immer so unbegeistert. Das ist nur meine Standard-Einstellung. Ich bin nur in Streams begeistert. Ich bin eigentlich ganz anders. Ich habe Fake-Persönlichkeit. Nein, ich habe ihn nicht gezwungen, rauszukommen mit mir. Nee, im Gegenteil. Er wollte das. Ja. Ja, schon sehr geil. Ich bin voll. Ich auch. Ich habe so viel getrunken. Wow. Ich glaube, man hört gerade nichts. So, hier müssen wir raus. Alexa schon. Mann, lass mich doch Zeit vorsichtig. Nee. Nein. Ich sag dir, wir müssen einfach so tun, als wären wir englische Touristen. Dann ist es gar nicht so schlimm, dass du die ganze Zeit die Kamera hältst, oder ich? Aha, aha. Hello, wow, the game was very nice. How did you like? Heute zeige ich euch die U-Bahn-Station am Alexanderplatz. Oh mein Gott, so hässliche Wände. Irgendwann waren die mal ästhetisch. Es hat doch einen Vibe hier. Ja, in den 70ern. Sieht gut aus, finde ich. Wir sind hier im Regen-Outfit. Es ist eklig und nass. Und ich kann das alles nicht mehr. Warum bin ich so gezoomt? Ich glaube, ich habe den Zoom-Button gedrückt. Hä? Ein Jack und Titan. Spiel. Die letzte Ausgabe. Was ist das? Ist das ein Brettspiel? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich irgendein normales Brettspielprinzip runtergebrochen mit Jack und Titan. So. Ich weiß nicht, was das hier ist. Borf. Das Schöne am Shoppen mit Lukas und mir ist, dass wir beide keinen Bock haben zu shoppen. Nee. Das heißt, wir werden jetzt einfach 10 Minuten dort aufopfern und dann keine Lust mehr haben. Ja. Hey, da hier muss ich nicht gucken, da wolltest du. Ach so, das wird dir auch schmecken. Das ist doch nicht hässlich. Das ist legit khaki. Ist ja, khaki ist doch voll nett. Das ist legit ugly. Wow. Scheiße, ich muss meine Khaki-Jacke rauswerfen. Das ist eine gute Jacke. Kauf die, die steht dir. Ja. Hm? Die steht dir. Kauf die. Okay. Wie viel kostet die? 100 Euro. Oh Junge. Hier gibt es Jacken mit Capri-Sonne. Wir haben ein Problem. Ich weiß nicht, was ich will, aber das, was ich haben will, gibt's hier nicht. Deswegen bin ich jetzt unzufrieden. Ich habe alles versucht. Er mag leider nichts davon. Nee. Ja. Warum hat Mango geschlossen? Mango, warum hast du geschlossen? Ich bin sicher. Ich gehe jetzt. Du kannst jetzt alleine weiter shoppen gehen. Ich brauch doch gar nicht. Was machen wir jetzt? Ich weiß es ehrlich gesagt. Wir sind bei der Immersive Gamebox hier, weißt du? Das ist basically so immersive, Moment. Spielebox. Immersive Spiele. Also da spielen wir jetzt so ein Coin-Run-Ding. Keine Ahnung, wie das wird. Mal sehen. Dürfen soll wir cool sein. Aufnehmen?
Das frage ich dir gleich. Aber davon gehe ich aus. Wir waren hier und haben uns für so ein Standardspiel angemeldet. Aber weil Mrs. International einfach alle Menschen kennt, könnte sie einfach die Besitzerin hier vor. Und jetzt kriegen wir ein cooles Spiel, das wir spielen dürfen, das eigentlich reserviert war. Und jetzt geht's los. Gut, oder? Nein. Ja, also du kamst hier gar nicht so. Hi. Lang nicht gesehen. Das letzte Mal ist 3 Jahre her. Ja. Und jetzt spielst du Squid Game, obwohl du das gar nicht wolltest. Ja, und das ist schon richtig gut. Ich kann mich freuen. Und kriegt mit dem Code Maluna einfach Rabatt. Genau, 10% bis Ende April haben wir jetzt gemacht. Wie krass! Richtig gut! Das war ein sehr erfolgreicher Tag. Niemand wird diesen Highscore schlagen. Niemand. Also außer den 3, die schon drüber sind. First time auch noch. First time. Hat euch erzählt, wie es jetzt war? Doch, also es war wirklich cool. Also du hast ja den Ort ausgesucht. Ich wusste ja nicht mal, dass wir da hingehen. Ich habe Nasty das letzte Mal vor 3 Jahren irgendwie getroffen. Das war übel krass. Dann hat sie gesagt, ja, wenn ihr wollt. Also sie hat auch die ganze Zeit mitgefilmt, bis wir die später sehen. Hat sich gesagt, ja, wenn du willst, können wir dir auch noch einen Code machen, dass wenn jemand vorbeikommt, dass sie dann einfach Rabatt bekommen. So, klar. So schnell kann es gehen. Einmal Streamer sein. Es ist nicht mal lecker. Nee. Egal, da steht Starbucks drauf. Das ist ein Grenzt mit der Masse mit. Ja. Das ist nicht meine Freundin. Deine Freundin steht hier mit einem Tripod und einer Kamera in der Hand im U-Bahnhof. Mhm. Wie viel 0815 kannst du fahren? Wie Klischee kann man? So. Wir sind wieder zurück. Wir wollten eigentlich noch was essen gehen, aber es ist jetzt mittlerweile... Also erstens haben wir noch nicht so viel Hunger und zweitens ist es gerade 21.30 Uhr. Das heißt, dadurch, dass wir übel spät heute aufgestanden sind, würden wir jetzt noch ein bisschen chillen, ein bisschen was gucken und dann was zu essen bestellen. In Berlin kannst du noch um 5 Uhr morgens Essen bestellen, das ist das Nice. Ich habe vor kurzem auf YouTube gesehen, wie jemand Mystery Dungeon gespielt habe und da habe ich mich daran erinnert, dass ich das früher so geliebt habe und dann musste ich das auch mal wieder spielen. Der Moment, wenn man in einem Haushalt ankommt, wo 2 Typen zusammenleben, findet man eventuell so eine Küche vor. Jetzt ist natürlich die Frage, ob ich als wundervolle, tolle Freundin, als richtig tolle, wundervolle Freundin, ob ich vielleicht einmal mal kurz hier aufräume. Ich habe eh nichts Besseres zu tun. Er ist eh gerade am Zocken. Wir warten aufs Essen. Also nutze ich jetzt die paar Minuten, glaube ich. So, so, so. Das Wochenende war bis jetzt ziemlich nice, muss ich sagen. Was wir morgen machen ist, Toni kommt zu Besuch. Ich freue mich, wenn sie vorbeikommt. Und vielleicht kann ich da auch noch ein bisschen vloggen. Und generell die nächste Woche, am nächsten Wochenende treffen wir auch nochmal ganz viele Leute. Wir treffen Maxi, wir treffen Tamina, Sterzegen, noch ein paar andere Leute. Das wird nice. Das heißt, ich kann euch auf jeden Fall noch ein bisschen mitnehmen, auch nächste Woche. Warum ist hier Zahnpasta? Putzt euch immer die Zähne hier? Was haben wir hier? Hier sind noch... Das sind so Wandtans. Das ist mit Lachs und das ist mit Garnelen und Meeresfrüchten, so wie ich das verstanden habe. Yum. Wir hauen rein. Let's go. Yeah.
hands into the air. Bazard, was ist mit deinen Augen passiert? Warum haben die eine andere Farbe? Das liegt daran, dass ich jeden Morgen ein Glas Bleichmittel trinke, damit sich die Augen wieder verfärben. Ja, das war's. So, ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich habe mich aber fertig gemacht und Toni kommt gleich vorbei. Dann dachte ich mir, ich esse noch mal was Kleines. Look, it's healthy. Liebe. Ne? Ich habe ja jetzt auch angefangen, so ein bisschen auf meine Ernährung zu achten. Das esse ich jetzt gleich und dann kommt gleich Toni vorbei und dann wollten wir ein bisschen streamen. Ich dachte in der Zeit, hallo. Ich dachte in der Zeit, in der wir jetzt auf Toni warten, mache ich für euch eine krasse, lang ersehnte Roomtour. Nein. So, hier seht ihr mein Bett. Wow, das hier hat meine Mama mir geschenkt. Ist das nicht süß? Dann gucken wir hier geradeaus weiter zu meinem Fernseher. Dann haben wir hier meine Jet-Figur, die ich kaputt gemacht habe. Bin ich überhaupt nicht stolz drauf, aber das Teil ist abgefallen. Mikasa Ackerman, auch da sind ein paar Dinge kaputt gegangen, wie zum Beispiel die zwei Schwerter. Das hat nicht lange gehalten. Das hat definitiv nicht lange gehalten. Egal. Die haben auf jeden Fall keine Wertanlage mehr, aber look at that booty. Dann haben wir da eine wundervolle Ikea-Lampe, die darf in deinem Haushalt nirgends fehlen. Dann haben wir hier ein Geschenk von Toni. It's cute. Dann haben wir hier noch meine Displays. Ich habe leider keine Magneten mehr für die neue Wohnung gehabt, deswegen liegen die gerade hier so komisch drauf. Und hier, hier mein wundervolles Setup. Haben wir hier eine ganz kryptische Anordnung von Elgato-Panels. Die bringen, glaube ich, gar nichts in der Anordnung, aber ich habe sie trotzdem mal dran gemacht, damit es so aussieht, als hätte ich Ahnung von dem, was ich machen würde. Oder halt eben auch nicht, ne? Und mein Schrank. Ah. Das hat richtig gut funktioniert. Hier arbeite ich, streame ich, schlafe ich, überlebe ich, weine ich, was? 40. Toni ist da. Moment. Hallo Leute, ich bin's, eure Masat, und ich fange jetzt gleich an zu streamen. Meinst du, es fällt jemanden auf? Sehen doch alle gleich aus. Ja, alle Streamer sind braune Augen. The same. Hey, lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Wenn ihr es nicht macht, dann seht ihr das hier in eurer Schlafparalyse. Wollt ihr das? Ich glaube nicht. Das ist der Live-Chat. Und wir sind komplett scheiße. Wir spielen Wer würde eher und wir verlieren nur. Wir machen alles falsch. Wie kann man so wenig wissen? What the fuck? Ja gut, damit hätten wir den Vlog auf. Perfekt, das lade ich so hoch.